So, Leute, hallo, und ich will euch nur sagen, bevor diese Folge anfängt, will ich mich erstmal herzlich bei euch bedanken. 20 Abonnenten, ja, vielen Dank dafür. Ich weiß, es klingt zwar nicht ganz so viel, aber mir bedeutet es schon viel. Und von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Leute, die mich abonniert haben und meine Videos angucken. Und von daher halte ich euch nicht mal so lange auf. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. Tschüss und viel Spaß. Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich begrüße euch zu Let's Play World of Tanks mit eurem Mr. EckyLP. Jawohl. Und zwar ist die nächste Folge da. Und ich denke mal, da wir jetzt hier gleich die Panzer-Selbstfahrer Fette 4C vor Augen haben, spielen wir die mal, weil wir haben die einfach nie gespielt, Leute. Da dürfen wir die auch mal. Geil. Ja, also es fängt schon mal super an. Na okay, sehen wir es als Herausforderung. Wir als Panzer mit einer Papppanzerung, wenn man die als Panzerung nennen darf. Ich will schauen, machen wir nochmal 220, ja, 220, 132 durch. Ja, ich muss mal gucken, was wir hier schon reißen können. Ja, das war ein etwas schneller Start, finde ich mal, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich mal gemacht habe. Weil sonst laber ich da noch irgendwie. Boah, das ist ein bisschen laut hier. Sekunde. Immer wieder muss ich hier am Ton hochschrauben. 20. Fahrzeugbereich. So, besser. So, Entschuldigung. Ich habe davor schon ein bisschen den Ton eingestellt, nur da habe ich ein bisschen geschlampt. Naja, egal. Das Ding ist wunderschön schnell. Ja. Ich denke mal, wir campen manchmal irgendwo hier hinten hin. Oh, was ich. Aber was mir noch gerade eingefallen ist, was ich anmerken wollte, vielleicht habt ihr es schon bemerkt. Oh, yes. Ja, das ist. Ach nee, ich habe nur gekettet. Moment. Okay, jetzt ist er. Egal. Anmerken wollte ich, dass ich an meinen Mikrofoneinstellungen was gemacht habe. Ich habe da die Einstellung ein bisschen geändert, weil mir aufgefallen ist, bei einigen Videos habe ich einfach überdreht, übersteuert, da war ich einfach zu laut. Und deshalb habe ich ein bisschen geschenkt. Ja, man verbessert sich als YouTuber mit der Zeit. Wie ist der? Spatzenpfiff. Ja, eben 20, das ist ein kleiner Terrorpanzer. Kleiner Terrorpanzer wie Bedshed oder AMX. Ne. Irgendwas solcher T71, das ist auch so ein Nervensägepanzer, wie ich den gesagt habe. So, dann gucken wir mal, ob hier was ist. Ob hier was Böses lauert. Den krieg ich sicher an eine flach. Oh, lol, lol, lol. Die hab ich gar nicht bemerkt, dass die daneben geschossen haben. Aua. Ja, ich jetzt. Schwange Scheiße. Naja, was soll's. Das ist die Aufwärmrunde. Ja. Ah, oh, ich merke gerade, die dreifache EP haben wir noch, kriegen wir noch und so. Ich denke mal, wir fahren einmal mit dem Tiger 2 und danach mal mit der ISO und danach mit dem Jagdtiger. Machen wir es uns immer so fest, weil die ISO muss ich auch mal spielen. Und natürlich landen wir in dem 10er-Gefecht. In letzter Zeit sind aber auch voll viele Achter in der Warteschlange, ist mir aufgefallen. Verdammt viel. Ich habe keine Zahl genannt, fällt mir auf. Also, als Vergleich bei den 9, also 10er waren da vielleicht 2
20 Panzer, 25, also so ein Schnitt, sag ich mal, als ich gewartet habe. Von den 9ern 30, 40, 50, 60. Und ja, bei den 8ern, da waren dann irgendwie 800, 900 und man landet trotzdem in Gefechten. Nee, oh, also oben war ich jetzt nicht lang. Ich war im Norden lang. Ich hab eh keinen Bock, die lange Strecke hochzufahren. So, Waffenträger haben wir auch. Das sind zwei sogar, das ist doch super. Ah nee, du bleibst hier, Freundchen. Geil, ein Waffenträger reicht ja auch. Stehe ich über einfach mal ganz oben Kante hier. Finde ich gar nichts verloren haben als Handy. Aua. Ja, ihr kommt bei meinem Turm eh nicht durch. Kenn ich. Oh, die Isu ist schon fast tot. Da kommt hier noch Futter. Jetzt auf einmal nicht mehr, wo ich stehe. Na, Arti gibt es im Spiel immerhin nicht. Da wäre sowieso unnötig, die Arti hier auf der Stadt. Benutzt doch, das ist die traurigste Map für die Artis, wie ich das so sagen darf. Da ist die Arti am allerunnützigsten. Total unnütz. Warum seid ihr alle fast tot? Was geht? Ich finde es eh schade, dass... Ja, was jetzt? Zu jetzt den Vorfall oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, wo war ich? Am aller unnötig... ich finde es einfach total unnötig, mit einer Art hier in so ein Gefecht reinzukommen, wo eine nur Stadt ist. Weil du kannst doch kaum was machen, und wenn du das Gefecht gewinnst, du kriegst dreifache, aber du hast keinen Punkt Schaden gemacht. Ist doch ein bisschen unfair. Oh, das war ein Money-Hit. Ja, schade. Wo war denn der eigentlich? Da muss irgendwo auf dem Berg gewesen sein. Come on. Ich bin voll bei Laune, weil schon mein Tag, der war relativ gut gelaufen. Ah, 2000 EP, das ist jetzt gerade hier bei der Selbstfallerfette, habe ich kein Problem mit, nö. Bin sogar eher froh. So, was hatte ich als nächstes vor? Da hatte ich die ISO vor. Da habe ich, ja, zwei Goldschuss habe ich dabei. Haben wir hier noch was für die ISO? Oh, ein Ansetzer für Panzergeschütz großen Kalibers. Ach ja, stimmt, das habe ich ja gekauft, als... Ja, als der Rabatt war, als es Rabatt gab. Ich glaube 30, 40, ich glaube ziemlich nah an 50% Rabatt war hier. Und da habe ich mir halt eben Ansetzer gekauft. Wie viel? Minus... Na? Minus 10% Nachladezeit. Als Jagdpanzer... Eigentlich relativ geil. Was muss ich? Ich muss jetzt zu den Ketten fahren. Jo, was ich jetzt noch mit sind zu T69, den spielen wir nach dem Jagdtiger. Bei dem habe ich auch schon beim T69 die Ketten. Dann kommt, ja, also ich habe meine Forschungsreihe, sage ich mal, ein bisschen geändert. Ich hatte ja gesagt, ich mache zuerst das Geschütz, danach Motor. Zuerst das Geschütz, danach ein Motor. Und danach die Ketten und danach der letzte Motor. Aber ich habe zuerst, also nach dem Geschütz, zuerst das Geschütz und dann habe ich halt eben die Ketten erforscht. Weil ich habe auch Zusatzzeug auf meinen Panzer gepackt. Auch irgend so ein Ansetzer oder Richtantrieb, das wiegt alles nochmal 100 Kilo oder so. Und das passt mit dem Gewicht einfach gar nicht zusammen. Später, wenn ich den Motor habe. Weil hätte ich nichts, kein Zubehör auf den T69 gepackt, dann... hätte es mit Motor exakt geklappt, aber ich wollte ja Zubehör drauf. Daher habe ich mir die Kette geholt. Aber 4 Grad schneller kann ich mich da drehen. Da
das ist immerhin besser als gar nichts. So, als ISO. Wo ich hier in diesem Spielmodus, da weiß ich. Hier im Angriff, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich als Jagdpanzer lang muss. Ich denke mal, ich fahre einfach mal den Prototyp abholen. Ach, ich fahre nach Gefühl. Ich finde schon heraus, wo ich lang muss. Oder da auch hoch. Naja, ich habe ein bisschen schlechtes Windgerät. Ach, die 71 kriegt das schon. Ich habe noch nichts abgekriegt, der Flaschen. Was sucht auch der Heavy hier? Der hat hier gar nichts verloren. Ja, plomp, plomp. Prototyp mit seiner 200er Panzerung. Fast hoch, fast dead, fast hoch. Wenn man 103er auch nochmal vor, dann ist es sicher auch noch eine Ladung. Das ist der Prototyp auch schon wieder entkettet. Naja, ich sorge mich so viel um die anderen. Ich sollte mich um mich selbst kümmern. Ah, guck mal, da können wir so ein bisschen wirken. Können. Da links können wir da was machen. Oder? Nee, eher weniger. Seit Danny ist Drehkund rum. Ich glaube schon, war auch, da komme ich jetzt nicht durch, deswegen schieße ich mal nicht. Warte, so. Ist nur so aufgeschützt, genau. Ist fix repariert. Hey! Oh! Oh nein! Leute, dafür fahre ich doch nicht vor. Für meinen Vorfall und ich einen Kill holen und ich wird mir selber was gekillt. Eine Fahrer, den kann ich auch mal fixen. Ich schmeiß mir ein paar Pflaster ins Gesicht und dann ist er wieder fit. Koffeinpflaster. Aua. Leute. Ey, ich sterbe irgendwie gerade immer am Anfang, merke ich gerade in den ganzen Gefechten. Mein Schicksal meint es nicht gut mit mir. Siegtiger 2, naja, habe ich auch nicht so ein Problem. Wie viel fehlt nun uns denn noch bis zur Kanone? 21.000 und danach wird zum E75 gespart. So, was war als nächstes der Jagdtiger? Da fehlen uns noch. 31.717. Die Hälfte haben wir schon. Ich habe ein paar Mal, als ich einfach an World of Tanks gedacht habe, einfach mal tierisch Lust gekriegt, den Ferdinand zu spielen. Da habe ich, ja, eigentlich. Passiert in den ganzen, ist den ganzen Tag so. Ich bin ein verdammter World of Tanks Fan. Ich bin auch generell ein verdammter Panzer Fan, seitdem ich überhaupt hier an World of Tanks, als ich hier an World of Tanks gestoßen bin, auf World of Tanks gestoßen bin. So, ja, ich denke so viel an Panzer. Ich weiß auch so meiner Meinung nach unheimlich viel von Panzern. Aber das fasziniert mich auch mal. Es fasziniert mich auch einfach generell Panzer. Ich finde die einfach cool. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, wie kannst du nur Panzer interessant finden? Das sind einfach nur solche Stahlkolosse. Was ist daran so besonders? Ja, einfach liegt es daran, dass. Wie soll ich das sagen? Es ist einfach Geschmackssache. Die ganzen. Die ganze Sache, die Menschen mögen und die Menschen nicht mögen. So, das hier war jetzt ein kleiner Cut. Mir ist, also einen kleinen Sprung habt ihr gerade gemacht. Mir ist aufgefallen, ich habe die Zeit leider überzogen. Ich habe gerade leider, ich habe die Zeit gekommen.
Es tut mir leid und von daher sage ich hier an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wäre schön, wenn ihr das Video bewerten könnt, einen Kommentar hinterlässt, was habe ich scheiße gemacht, damit ich mich verbessern kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.